Mike Schmitz von den Löwen Frankfurt. Ihr habt heute gegen Köln gespielt, 6-3 gewonnen. Sag mal kurz, wie du hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, durch die Bank weg, grundsolides Spiel von uns. Bis auf die ersten 10 Minuten, 15 Minuten im letzten Drittel, wo wir ein bisschen Probleme hatten, aber ansonsten haben wir es gut gemacht. Und dann vorne die Tore heute geschossen und ich denke, insgesamt verdient gewonnen. Man hatte ein bisschen das Gefühl, das Eis war vielleicht nicht so in Ordnung. In der Spielmitte musste es zweimal repariert werden. Wie ist generell hier so die Eisqualität? Ich meine, für die Zuschauer ist es ziemlich warm in der Halle. Ja, ich will jetzt nicht wie mein Kollege in Düsseldorf hier gegen unsere Eismeister feuern, aber es ist bekannt, dass wenn 7000 Leute hier im Stadion sind, dass es sehr warm ist und darunter hat natürlich auch das Eis ein bisschen zu leiden. Aber ist ja für beide Mannschaften, von daher ist es schon in Ordnung und vielleicht ist es sogar ein kleiner Heimvorteil, weil wir kennen das ja schon aus dem Training, also von daher alles gut. Du hattest heute nicht sehr viel Eiszeit. Ihr habt, also zumindest im zweiten Drittel ist es mir aufgefallen, nur mit zwei Verteidigerpärchen gespielt. Ist das öfter so? Ist das eine Ansage oder kam es halt einfach so? Ja, das war heute auch ein bisschen aufgrund dessen geschuldet, dass natürlich viele Strafzeiten im Spiel waren. Dadurch war der Spielfluss nicht so gegeben im zweiten Drittel. Aber ich glaube, gerade die vier Jungs haben das sehr gut gemacht und haben sich die Eiszeit verdient. Und hinten raus, denke ich, haben Daniel Wirth und ich auch noch unser Eiszeit bekommen und konnten unseren Teil dazu beitragen, den Sieg über die Strecke zu bringen. Naja, und ich meine, wenn man gewinnt, hat der Trainer eh alles richtig gemacht, ne? So schaut's aus. Wir waren etwas überrascht, dass du jetzt in Frankfurt spielst. Es hieß ja eigentlich, dass du deine Karriere eigentlich beendest, weil du dich mehr auf Studium, Beruf konzentrieren wolltest? Ja, ist nicht ganz korrekt. Also es war einer der Gedanken, aber Franz Fritzmeier hat sich relativ frühzeitig gemeldet zu Beginn dieses Jahres und da war ich sofort Feuer und Flamme für das Projekt hier und musste nicht lange überlegen. Und wie klappt das so mit, du machst doch eine Ausbildung nebenbei, oder? Ja, yeah, es klappt wunderbar, also das lässt sich alles unter einem Hut kriegen, kein Problem. Und wie siehst du die Chancen der Löwen diese Saison? Ja, ich glaube, wir sehen, wenn wir 60 Minuten unsere Leistung abrufen, dann können wir jeden schlagen. So wie heute Köln, eine absolute Top-Mannschaft in der Liga. Jetzt ist der nächste Schritt, dass wir noch ein bisschen mehr die Konstanz reinbringen. Und das können wir direkt am Dienstag wieder beweisen in Mannheim. Ich glaube, da wartet der nächste Härtetest im Derby auf uns. Du sprichst das gerade an, am Dienstag das Derby gegen Mannheim. Was erwartet ihr, wie geht ihr in das Spiel? Ja, wir haben es ja schon im ersten Spiel gegen Mannheim hier gesehen. Es ist ein sehr körperlich betontes Spiel, viele Emotionen im Spiel, Zuschauer. Ich gehe davon aus, dass das Spiel auch wieder ausverkauft sein wird. Also viele Emotionen auch von der Tribüne. Und den Kampf müssen wir so wie heute wieder annehmen und dann werden wir auch wieder eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Noch ganz kurz, du kamst ja aus der zweiten Liga. Wie war die Umstellung für dich dann hier in die DL wieder? Ja, ist natürlich schon ein gewisser Schritt, aber ich betone es immer wieder, ich glaube, man sieht das auch dieses Jahr an der Tabelle der zweiten Liga. Die macht immer weiter einen Schritt nach vorne. Dadurch, durch die U-Regelung auch viele Spieler aus der DEL direkt in die zweite Liga wechseln. Von daher sicherlich die ersten paar Spiele war es schon eine gewisse Umstellung, aber der Schritt ist nicht mehr so groß, wie er wahrscheinlich vor Jahren noch war. Gut, dann wünschen wir dir persönlich und auch der Mannschaft weiter viel Glück und war schön, mit dir sprechen zu können. Danke, Mike. Danke. Kevin Bicker von Löwen Frankfurt, ihr habt heute gegen Köln 6-3 gewonnen. Kurz deine Stimme, wie hast du das Spiel gesehen? Gutes Spiel vom ganzen Team. Gut zurückgekommen, auch nachdem wir die Tore kassiert haben. Also im Großen und Ganzen einfach ein guter Team-Effort heute. Du bist ein sehr junger Spieler, das ist jetzt eigentlich deine erste Profisaison. Wie kam es dazu, wie ist das für dich jetzt hier in Frankfurt? Ich habe ja letzte Saison in der U20 in Mannheim gespielt und ich wusste, dass ich den nächsten Schritt machen muss und in eine höhere Liga gehen will. Und eben während der Saison ist schon der Franz auf mich zugekommen und hat mir erzählt, wie hier mit den jungen Spielern gearbeitet wird. Und dann hat er mich überzeugt, hierher zu kommen und jetzt bin ich hier. Und heute ist dir dann auch dein erstes DL-Tor gelungen. Wie ist das Gefühl? Wer hat den Puck eingesammelt? Wer den Puck eingesammelt hat, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, er wird eingesammelt. Also war ein gutes Gefühl. War endlich mal Zeit, da ein Tor zu schießen. War auf jeden Fall überwältigend.
Wie bist du bisher mit deiner Saison zufrieden? War in Ordnung, also es haben eben noch die Punkte gefehlt. Jetzt hat es angefangen. Wo soll dein Weg noch hingehen? Der Weg hoffe ich, dass er in die NHL auf jeden Fall führt. Ich wurde ja diesen Sommer gedraftet und ich gucke jetzt, dass ich hier mich als Spieler etabliere und dann immer weiter aufsteigen kann. Am Dienstag steht schon das nächste Spiel an, Derby gegen Mannheim. Für dich vielleicht sowieso was Besonderes. Wie sind deine Erwartungen? Wie geht man daran? Einfach anschließen, wie es jetzt aufgehört hat. Gut spielen und einfach als Team gut zusammenarbeiten. Gut, dann sagen wir vielen Dank und dir weiter viel Glück für die Saison. Danke. Danke.